Hallo ihr Lieben, heute bereite ich mit euch einen Pizzateig zu, denn ihr habt ja wahrscheinlich im letzten Video gesehen, ich verlinke euch das nochmal oben in der Infobox, dass ich mir den Pizzamaker G3 Ferrari Delizia zugelegt habe und ich bin überaus glücklich damit. Und ja, und da nehme ich euch heute dazu mit. Dann seht ihr mal, wie schön knusprig die Pizza wird. Also ich habe noch nie so eine fluffige, tolle Pizza hier zu Hause gehabt. Also jetzt vor dem Pizzamaker. Und ja, im Backofen ist das doch gleich wieder was ganz anderes. Ich meine, das schmeckt jetzt auch nicht schlecht und es ist auch alles gut und schön. Aber der G3 Ferrari hat einfach eine größere Heizleistung und deswegen geht der Teig so richtig auf. Und wenn ihr das seht, und das schmeckt so lecker. Ich hatte vorher die Bedenken gehabt, dass so in der Mitte der Teig vielleicht so weich und wabbelig wird und nicht so knusprig durch, will ich jetzt mal so sagen. Und aber das ist so mega. Also zum Glück ist das alles so, wie es sein soll, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und dazu nehme ich euch eben heute mit. Jetzt legen wir erstmal los mit dem Pizzateig. Ja, das Rezept findet ihr im Cookidoo. Ich schreibe es euch aber nochmal unten in die Beschreibung. Ja, als erstes gebe ich hier 220 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann ein Teelöffel Zucker. Dann zwei Teelöffel Trockenhefe. So, das ist erstmal einer. Und immer neben das Messer. Das Ganze, denn es soll ja verrührt werden. So, jetzt muss ich gleich noch mal holen. So, gebe ich hier noch ein bisschen was dazu. Jetzt kommt 400 Gramm Mehl. Da nehme ich Pizzamehl. Man kann natürlich auch ganz normales Mehl nehmen, aber ich habe mir jetzt extra Pizzamehl natürlich gekauft für den Ferrari. Jetzt kommen noch 30 Gramm Olivenöl dazu. So, nun ein Teelöffel Salz. Jetzt kommt der Deckel drauf. Dann auf Teigstufe 2 Minuten. So, ihr Lieben, jetzt habe ich hier einfach ein bisschen Olivenöl reingetan und das werde ich hier einfach so mit dem Pinsel verteilen. Und da kommt jetzt der fertig geknetete Teig rein. Der lässt sich nämlich dann auch super gut lösen und klebt nicht so an dieser Schüssel. So, und um den Teig jetzt da rauszubekommen, zeige ich euch gerade etwas. Und zwar habe ich da hier diese Teigblume. Mit dieser Teigblume hole ich den jetzt raus. Wer Interesse an dieser Teigblume hat, einfach bei mir melden. So. Und dann, wenn ich jetzt das hier so, seht ihr, das ist der Teig. Upsala. Das hier ist der Teig. Und wenn ich den jetzt so über Kopf über, da fällt gar nichts. Seht ihr? Fällt nichts. So, und dann nehme ich jetzt einfach diese Teigblume, stecke das hier dran und kann das dann drehen. Seht ihr das? So ist das jetzt. Und jetzt halte ich das gleich kopfüber und dann fällt mir der Teig auch in die Schüssel. Ja, das mache ich eben gerade mal. So, jetzt ist hier noch der Rest so drin und den kriege ich jetzt
raus, indem ich einfach nochmal den Thermomix anschalte auf eine Sekunde, Stufe 10, und dann wird dieser Teig, der hier unter dem Messer ist, wird an die Seite geschleudert. Und das machen wir jetzt eben mal. So, jetzt setze ich hier den Deckel drauf. Dann auf eine Sekunde, wie gesagt, und Stufe 10. Und schaut. So, schaut, so sieht es jetzt hier aus. Habe ich das noch rausgekratzt, den Rest. Und jetzt gebe ich einfach ein paar Tropfen Spüli rein und bedecke das Messer mit Wasser. Und dann gehe ich auf die Funktion Vorspülen und dann wird mir der Thermomix gesäubert. So, als nächstes bereiten wir eine Tomatensoße zu, denn die brauchen wir ja für den Pizzateig. Ja, und dann kann man sich den Teig halt belegen, ganz individuell, wie man eben möchte. So, eine Knoblauchzehe, eine halbe Zwiebel. Und das Ganze wird jetzt erst einmal zerkleinert. So, das schiebe ich jetzt erstmal an der Seite herunter. Zwei Teelöffel Olivenöl. Und das Ganze wird jetzt erstmal angedünstet. So, das ist jetzt hier angedünstet. Schieb das gerade noch mal ein bisschen runter. Und nun gebe ich noch 250 Gramm Tomaten geviertelt dazu. Dann wieder den Deckel drauf. Dann wird das Ganze zerkleinert. So, ich schiebe das erstmal gerade runter alles. So, nun gebe ich einen Teelöffel Pizzagewürz hinzu. Dann selbstgemachte Gemüsebrühe. Eine Prise Pfeffer. So, dann Balsamico dunkel, ein Viertel, also nur ganz wenig. Eine Prise Zucker. Ein Esslöffel Tomatenmark. So, nun verschließe ich den Mixtopf und nehme hier den Messbecher raus und anstelle
Stelle des Messbechers nehme ich hier diesen Spritzschutz. Man kann aber auch das Garkörbchen draufstellen, ganz wie man möchte. So, das Ganze wird jetzt erstmal eingekocht. So, jetzt ist das hier gekocht. So, und jetzt gebe ich hier noch einen Esslöffel Schlagsahne hinzu. Und dann wird das nochmal verrührt. Das Rezept schreibe ich alles unten in die Beschreibung rein. So, die Tomatensoße ist jetzt fertig. Ich zeige euch das nochmal schöner. So sieht das jetzt aus. Ja, jetzt habe ich schon so einiges vorbereitet, aber noch nicht den Ferrari. Und das machen wir jetzt zusammen. Hier zeige ich euch erstmal. Hier habe ich einmal Käse, da habe ich einfach jungen Gouda, aber ich werde gleich nochmal ein bisschen mehr raspeln im Thermomix. Hier habe ich noch restliche Oliven, die möchte ich für mich auf meine Pizza geben. Dann habe ich hier Champignons, Tomaten und das Pizza Salami aus der Magic Bag. So, hier steht jetzt der G3 Ferrari Delizia. Ja, und zwar, ich werde den jetzt anschalten. Hier auf Stufe 3. Ups, so. Also ich habe lediglich, ich mache es nochmal aus. So, also ich stelle ihn hier jetzt an auf Stufe 3. Und das hier ist der Timer. Den werde ich jetzt nicht anstellen, denn das Gerät muss jetzt erstmal aufheizen. Das braucht 10 Minuten. Wenn dieses Lämpchen erlischt, dann ist der bereit. Ja, jetzt erschreckt nicht. Ich mache jetzt hier die Klappe auf. Das ist mit der Zeit, wird das normal, dass das hier einfach, ja, es kleckert was runter. Dann sieht er einfach nicht mehr schön aus. Aber das ist vollkommen normal. Und ja, dazu werde ich euch gleich auch noch was sagen. So, ich mache das erstmal zu, damit das jetzt erstmal hier aufheizen kann. Ja, und zwar hatte ich jetzt mal ausprobiert gehabt, anstatt einer Pizza habe ich mal Brot draufgelegt und wollte das rösten. Also davon kann ich nur abraten. Mit Brot funktioniert das überhaupt nicht. Erstens mal hat es gequalmt und ein zweitens Mal hat es mir noch viel mehr Flecken auf den Stein gebracht. Und diese Flecken kriegt man ja nicht weg. Und man darf auf jeden Fall nicht mit Wasser und Spüli da irgendwie dagegen ankämpfen. Man bekommt das nicht weg. Das ist eben so eine Steinplatte wie im Steinbackofen, wie man es halt einfach so auch kennt. Und ja, also das mit dem Brot war nix, aber mit der Pizza, das gibt auf jeden Fall immer wieder oder hin und wieder bei uns Pizza, weil es einfach so eine einfache Angelegenheit ist. Also wie gesagt, man muss nur den Teig ansetzen und dann kann man individuell belegen, so wie man möchte. Und die Pizza ist dann in, ja, so 3 bis 4 Minuten ist die fertig, je nachdem, wie groß, wie dick sie auch belegt ist. Und das bekommt man einfach im Backofen nicht so hin. Im Backofen ist die vielleicht so 15 bis 20 Minuten drin. Und ja, dieses Knusprige hat mir da immer gefehlt. Das war immer so in der Mitte, war es immer so weich und so latschig, ich weiß nicht, ob ihr das den Begriff kennt, aber so weich. Und das habe ich hier in diesem Ofen nicht. Und das ist so mega. Und vor allem, dass sie halt auch in so einer kurzen Zeit fertig ist. Und das ist so toll und das macht so richtig Spaß. Ich muss mich hier nur noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich
ja, einfach Teige schon vorab im Thermomix zubereite und dass ich die dann einfach liegen lasse. Ich werde demnächst auch mal diesen 48-Stunden-Teig zubereiten. Der ist ja auch gerade in aller Munde. Denn den kann man eben gut vorbereiten und lässt ihn dann einfach ja, im Kühlschrank einfach gehen. Und ich habe es halt jetzt immer eilig, weil ich ja einfach schon so gespannt bin, jedes Mal auf die nächste Pizza und weil es so viel Spaß macht. Und deswegen habe ich einfach einen ganz normalen Pizzateig genommen. Und das kann man ja auch machen. Man muss sich ja jetzt nicht an diesen 48-Stunden-Teig halten. Und meiner, der geht halt einfach eine Stunde, hat er Zeit zu gehen. Und selbst wenn er mal nicht gegangen ist, kann man trotzdem diesen Teig nehmen. Und die Pizza wird trotzdem immer noch mega super gut. Und das ist ja das A und O. Ja, jetzt geht's weiter. Genug geplappert. So, ich habe hier schon mal den Teig. Den rolle ich jetzt aus. So, und hier auf, da sind nochmal so zwei Schieber. Die habe ich mit Hartweizengrieß, habe ich dann die bestreut, damit der Teig dann gut runterflutschen kann auf den Ferrari. So, dann kommt das einfach hier so drauf. Ich weiß, es ist jetzt was Kleines, aber es muss ja nicht immer rund und groß sein, wie beim Pizzabäcker. Und das bekomme ich auch ehrlich gesagt gar nicht so hin. Mache jetzt erstmal so eine kleine, eine Kinderpizza praktisch und gebe jetzt hier das drauf. Und dann kann man sich's eben individuell belegen, so ganz wie man es eben möchte. Bisschen Salami drauf. So. Dann noch Käse. So, und dann stelle ich das hier auf 2,5 und hier auf 3 Minuten. So, jetzt ist das hier fertig. Aber ich sehe, seht ihr, das ist hier noch so ein bisschen hell. Und das Ganze drehe ich jetzt einfach nochmal und stelle nochmal auf 1 Minute mehr. So, schaut, jetzt ist es schön braun. Hier überall. Herrlich sieht die aus. So, ich habe das jetzt auf 1 gestellt und hier dieser Überschuss praktisch noch von dem Hartweizengrieß, der da von dem Schieber kam, das mache ich hier einfach mit so einem Pinsel, habe ich von IKEA. Und dann habe ich hier einfach so eine Schüssel und dann mache ich das hier sauber, bevor die nächste Pizza wieder draufgelegt wird. Jetzt habe ich gerade diese Pizza hier draufgelegt. So, jetzt verschließe ich das wieder auf 2,5 und diesmal mache ich so 3,5. So, schaut mal, die ist doch perfekt geworden. Ich habe einfach noch mal eine halbe Minute mehr draufgegeben. Ach, sieht die nicht toll aus? Die ist doch der Hammer. Und das schmeckt so lecker. So, jetzt kommt die letzte drauf. Ich will es euch noch mal genau zeigen, wie ich das mache.
Also ich habe sie jetzt wieder individuell belegt und jetzt gebe ich sie einfach hier so drauf. So. Dann verschließe ich den Deckel und gehe jetzt hier auf 2,5 und hier auf 3,5. So, ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist es gerade fertig geworden. Ah, sieht aber wieder super aus. Das ist vielleicht auf die Seite. Ja, ich denke, ich werde es jetzt noch mal drehen, damit die Seite auch noch was abbekommt. Manchmal kommt das so vor, aber seht ihr, hier ist es auch sehr hoch gegangen. Der Teig, eine richtige Luftblase geschlagen. Das kommt daher, weil diese Heizspirale ist hier unten offen und deswegen hat es das hier nicht abbekommen. Ja, ich setze da einfach noch mal eine Minute drauf und dann ist auch gut. So. So, jetzt öffne ich das. Ja, ach, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt nehmen wir es so, wie es ist. Das ist auch hier super. Hier ist jetzt auch schon fester. So. Dann mache ich das hier einfach so zu. Stelle das hier auf 1 oder beziehungsweise jetzt bin ich zu Ende mit dem Essen. Jetzt habe ich keinen Teig mehr und ziehe das hier einfach aus der Steckdose raus. So, ihr Lieben, ich habe jetzt mal ein Stückchen abgeschnitten. So sieht das aus. Und so. Das schmeckt so mega lecker. Und das ist natürlich auch noch selbst gemacht. Und in dem Ferrari. Richtig mega. Und ist auch richtig knusprig der Rand. So soll es ja sein. Eine richtig tolle Pizza. Ah, ich bin so froh, dass ich mir das Gerät gekauft habe. Also, ja, manchmal braucht man einfach länger. Ist richtig schön heiß. Ihr müsst bedenken, der heizt auf 400 Grad hoch. Und 400 Grad ist ja mal ein kleiner Unterschied als wie im Backofen bei 200 Grad. Und da wird halt die Pizza richtig sensationell. Richtig toll. Gut. Mit Olivenbeleg, Salami, Pilze, Tomate, alles was das Herz begehrt, was man da hat zu Hause. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.